So, liebe Leute, weiter geht's mit Assassin's Creed Syndicate. Weiter. Wir haben Kapitel Nummer 2 abgearbeitet. Und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Teil. Rauchbomben verursachen nicht den Qualm, den wir angriffen oder bei der Flott Deckung bietet. Ah, okay. Ja, aber bisher brauchen wir es noch nicht. Wir haben auch irgendwie bekommen. Wir sind bis jetzt auch nur einmal gestorben. Das wird aber wahrscheinlich ein paar Mal mehr passieren. Aber gucken wir mal. Was war das für eine Explosion? Welche Explosion? Irgendwie. Der Edensplitter ist explodiert und das Labor gleich mit. Der magische Klumpen aus hyperbolischem Metall? Schockierend. Ah ja, stimmt, das war's. Wenn du die Splitter nie zu würdigen wusstest, heißt das nicht. Es lief also alles nach Plan, hm? Ui. Es gab ein kleines Problem. Wie klein? Das Labor ist explodiert. Jacob. Du ließ deinen Zug entgleisen. Oh, hat er das? Sieh an. Nun, der Zug entgleiste und ich war zufällig an Bord. Ich habe mein Ziel erwischt. Brewster ist auch Geschichte. Dann war es wohl eine erfolgreiche Mission, trotz eurer Spielereien. Bitte was? Was ist mit London? Was soll damit sein? Wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Du weißt genauso gut wie ich, dass London seit über 100 Jahren fest in der Hand der Templer ist. Sie sind noch viel zu mächtig für uns. Hab Geduld. Aber die Templer haben einen neuen Edensplitter. Sir David ist tot. Sie wissen nicht, wie man ihn benutzt. Unser Rat wird uns leiten. Euer Vater ist seinen Entscheidungen auch immer gefolgt. Wir sehen uns dann in Crawley. Yep. Hab Geduld, Evie. Der sanfte Klang einer Gelegenheit, die wir verpassten. Was hält uns denn auf? London. Wartet doch nur auf seine Befreiung. Vergiss Crawley. Vater hätte gewollt, dass wir... Ach, Vater. Du könntest dein Vermächtnis in London fortführen. Künftige Generationen vor einer Stadt im Griff der Templer bewahren? Weißt du, Jacob Fry, vielleicht hast du ja recht. Also wollen wir? Ja. Los. Na dann los. Auf nach London. Ubisoft präsentiert. Assassin's Creed Syndicate. Und damit herzlich nochmal willkommen auf meinem Kanal. Mit diesem, ja, hoffentlich super interessanten Spiel. Die ersten zwei Sequenzen haben wir schon durch. Und heute geht's. Ich weiß. Weiter. Das war nur eine Kostprobe von unserer Neuerwerbung von Abstergo. Aber ich möchte nach Sean und Rebecca sehen. Es wäre ein Fehler, einen Templer anzugreifen. Anruf bei Dr. Grammatica. Na komm, Isabel. Was für eine Überraschung. Moin. Unsere gemeinsamen Freunde treffen bald ein, um das Artefakt zu suchen. Sobald es gefunden wurde, sag ich Bescheid. Super. Immer ein Vergnügen. Penner. Wegen Leuten wie Ihnen haben Historiker einen so schlechten Ruf. Ich fürchte, ich habe heute keine Zeit für Sie, Mr. Hastings. Danke. Sie machen es mir sehr einfach. Oh, scheiße. Ach, herzlich willkommen. Ja, ich gebe dir recht. Master Berg, Agent da Costa. Kümmern Sie sich um sie. Oh nein. Bewegung. Funktioniert. Sie ein. Ich glaube, wir müssen jetzt flüchten. So ein bisschen habe ich das im Gefühl. Die musst nur warten, bis du anfängst, die Daten zu suchen. Dieser kleine Stunt gefährdet die gesamte Operation. Synchronisiere dich mit Jacobs und Evies Erinnerungen. Finde etwas, das uns Vorsprung vor dem Feind gibt. Du musst dich beeilen. Jetzt geht es sicher um Leben oder Tod. Viel Glück. Jo. Okay. Na dann, los. Alle Waffen, Ausrüstungsteile, Motoren im Inventar auch gut ausgerüstet werden, um ihre Werte zu verbessern. Ja gut, das ist normal. Drücken Sie 3,3 Reflexwurf auf einen gelb hervorkommenden Gegner zu.
durchzuführen. Okay, das kenne ich ja mit dem Messer, das, ne, was wir da ja in dem Bahnhof gemacht haben. Na gut. Gehen wir mal durch. Ob ich heute wieder über 50 Minuten ziehe, weiß ich noch nicht. Mal gucken, wie lange die Missionen sind. Das waren halt jetzt passend zu den Sequenzen. Und das war jetzt eben gerade noch das Ende von der letzten Sequenz. Naja, Whitechapel, London, 1868. Ich habe so viele Menschen auf einmal gesehen. Die wogende See von London. Genau wie Vater es beschrieben hat. Gut, dann suchen wir Henry Green und planen den Angriff gegen die Templer. Wer war Green nochmal? Der Assassine, der über London wacht. Hast du die ersten drei Mal nicht zugehört? Nein. Was zugehört? Oi, pass auf. Verzeihen Sie, Sir. Upsi. Hey, komm zurück, du räudiger Langfinger! Ach, der Gottchen. Der Kleine da. Scheiße. Ich gehe oben übers Dach. Ach, da hinten ist auch ein Dach. Und du kleiner Verbrecher. Halt es. Seht mal an. Oh nein. Ihr seid in unserem Gebiet. Das ist dein letzter Kampf. Viel Spaß. Brech ihm das Genick. Er kann euch nicht alle ausschalten. Doch kann er. Exzellent. Was hat London sonst noch zu bieten? So, erstmal nach den... Scheiße, der Kleine, ja. Wir haben keine Zeit zum Flanieren, Jacob. Wir müssen erst Henry Green finden. Ich konnte schon immer besser klettern. Nicht wahr? Nicht mehr, seit wir zwei waren. Ich bin vor dir am Aussichtspunkt. So, kann ich mir jetzt noch schnell die beiden Leichen angucken? Ja. Nehmen wir mal mit. Auf keinen Fall. Ja, schön, dass ich vor Evie ankommen muss und die schon wieder 100 Meter weg ist. Aber gut, ich muss ja unbedingt auf die beiden Leichen da. Schade. Okay, das leider konnten wir nicht von Evie erreichen. Der Ausblick von hier ist atemberaubend. Ja, ja. Gut, da sind wir. Wo befindet sich jetzt Mr. Greens Geschäft? Es war auf Vaters Karte markiert. Zwei Assassinen. Etwa gleich groß. Eine Frau. Ein Mann. Etwa 20 Jahre. Und dieses teuflische Grinsen. Sie müssen die Freizwillinge sein. Müsste der Green sein. Und Sie sind? Henry Green. Zu Ihren Diensten. Henry Green, ja. Mein tiefstes Beileid zum Tod Ihres Vaters. Danke. Was können Sie uns über Crawford Starrick erzählen? Wünscht der Rat also Informationen? London muss befreit werden, um eine bessere Zukunft für alle Einwohner zu bringen. Gott sei Dank ist der Rat zur Einsicht gekommen und hat euch geschickt. Ja, Gott sei Dank. Unglücklicherweise habe ich schlechte Neuigkeiten. Inzwischen sitzt Starrick an der Spitze der ausgeklügelsten Templerstruktur der gesamten westlichen Welt. Jede Klasse, jeder Bezirk, die Gangs, die Industrie. Seine Macht erstreckt sich über ganz London. Ich habe mich immer schon als Gangführer gesehen. Hart, aber gerecht. Wir tragen Uniformen. Und ich kann entrichtete Außenseiter jeder Couleur vereinen. Unter einem Namen. Das ist es, Evie. Wir ziehen sie auf unsere Seite. Oh, so wie du diese Kartenspieler im Oatbrook mit in den Fluss gezogen hast? Das war was anderes. Die schlugen mich beim Whist. Ich sehe es direkt vor mir. Wir nennen uns The Rooks. Ist das wirklich dein Ernst?
Hast du einen besseren Plan? Den Edensplitter finden. Also, verschaffen wir uns mal einen Überblick. Sollen wir? Gut. Dann gucken wir uns mal um. Wo muss ich da? Okay, dann gehe ich da hoch. Wir können ja... Warte mal, kann ich ja... Warte mal... Schubi. Ich muss mich auch gerade ein bisschen orientieren. Da, genau. Aber ich kann auch das Ding hier hochgehen, ne? Ja. Da sind wir, unser kleines Glück. Oh, Alter. So, synchronisieren wir das ganze Ding einfach mal. Was Derek dieser Stadt angetan hat. Whitechapel strotzt nur so vor Verbrechen. Kinderarbeit, trotz aller Vorschriften. Eine Gang namens The Blighters kontrolliert die Straßen. Und die Templer ziehen im Hintergrund die Fäden. So ist es in jedem Stadtteil. Okay. Wir müssen diese Stadt den Menschen zurückgeben, die sie überhaupt errichtet haben. Wir befreien London von Starrick. Sie haben mein Wort. Und die Rocks. Miss Fry, ihre Passion ist inspirierend. Kommt. Wir kehren zu meinem Geschäft zurück und ich bringe euch auf den neuesten Stand. Na, alles klar. Yay! 21 neue Datenbank-Einträge. Ernsthaft? Ich muss jetzt rein. Halten Sie L2, Dings und runter damit! An! Oh, Klong! Das ist das Leben. Moin! So, da kam noch Rebecca hinterher geflogen. So, und wir folgen jetzt erstmal dem guten Henry Green. Keine Mucks. K-Log sucht nach mir. Wer ist K-Log? Einer von Starricks Ganganführern. Was will er von Ihnen? Schon. Er hat es auf meine geheime Forschung zu einem der Vorläufer-Artefakte abgesehen. Den Edensplitter. Erzählen Sie mehr von diesen Blighters. Da er eine Armee brauchte, versammelte Starrick den Abschaum der Unterwelt. Einige der Gangs wollten das verhindern und wurden regelrecht abgeschlachtet. Jetzt sind nur noch die Klinkers aus Whitechapel übrig. Doch die sind keine Gegner für die Blighters. Dann schauen wir uns diese Klinkers doch mal an, oder? Genau nach solchen Leuten suchen wir. Das ist nicht dein Ernst. Evie, Sie sind bereit, gegen die Blighters zu kämpfen. Das ist meine Chance einzugreifen. Achtung, London, hier kommen die Rocks. Okay. Upsi. So, den Fall war also sollen wir gegen ein paar... Halt. Diese verfluchte Stadt. Keiner passt auf, wo er hingeht. Ja, du hast aber nicht geguckt. Verfluchter Drood, so werde ich nie fertig damit. Nur die Vorsehung weiß, wohin es diese Worte nun verschlägt. Ich muss an die Arbeit und sie ersetzen. Falls Ihnen der Sinn nach einer Geschichte steht, finden Sie mich dort, wo das El warm und die Gemüter heiß sind. Tata. Charles Dickens. Was für ein komischer Mann. Das, Mr. Fry, war Charles Dickens. Er kennt einfach alles und jeden in dieser Stadt. Wenn ich Sie wäre, würde ich diese Verbindung in der Hinterhand halten. Ach Gott. Kellogg's Gang ist in der Nähe. Sie dürfen mir nicht zum Laden folgen. Wir machen das. Hier, die könnten von Nutzen sein. Oh Gott, das hoffe ich. Meine Kutsche ist nicht weit. Lockt sie damit auf eine falsche Fährte. Wir treffen uns bei meinem Geschäft. Alles klar. So, die Frage ist, was passiert jetzt? Ob wir jetzt gegen die kämpfen müssen oder nicht? Braves Mädchen, wir müssen sie von Green weglocken. Das gibt Ärger. Sorry. Ihre Kutschen sind nicht allzu stabil. Das wird Kellogg bereuen. Das ist der Kampf. Yeah.
Mädchen. Ja. So. Der eine ist down. Lauf schön weiter. Auf geht's. So ist's recht. So. Ah ja, Captain. Du bist unmöglich. Dank dieser Unmöglichkeit werde ich zum Meister ernannt, wenn wir hier fertig sind. George wird nichts dergleichen tun. Was noch vom Credo übrig ist, würde unter deiner Leitung verschwinden. Harte Worte, Schwester Herz. So. Gut, dann müssen wir jetzt zum Geschäft. Ich hoffe sehr, dass Mr. Green in Sicherheit ist. Sag nicht, dass du jetzt schon für diesen Typen schwärmst. Ups. Was würdest du denn sagen, wenn unsere wichtigste Informationsquelle plötzlich tot ist? Starre kann nicht so schwer zu finden sein. Ich schlage vor, wir wenden diese Kutsche und suchen. Genau deshalb musst du nicht was sagen. Hör mal, Scheiße. Ruhig! Wer ist ein gutes Pferdchen? Wer ist das? So. Gut, wie gesagt, die Jungs haben wir da ausgeschaltet. Das können wir nicht alle. Sorry, ich muss mal da überholen. Ganz ruhig. Oh, Alter. Ernsthaft. So ist's recht. Da komme ich jetzt irgendwie vorbei. Braves Mädchen. Sorry, ich muss da mal vorbei. Gut so, Mädchen. So, Whitechapel. Gut, okay. Da haben wir noch nicht die Level für. Wir haben noch 300 Meter. Lauf schön weiter. Ruhig, Mädchen. Na, ich wusste, ich gewöhne. In London ist nämlich Linksverkehr. Den kriege ich aber noch, komm. So. Mach langsam. So, einmal aussteigen. Und dann gehen wir mal zu seinem Lädchen hier. Haben Sie sie abgeschüttelt? Wir haben noch viel mehr getan. Wir haben die ausgeschaltet. Leute. Im Laufe der Jahre gelang es mir, einige Verbindungen in dieser Stadt zu knüpfen. Wunderbar. Wir werden gezielte Hilfe... Gezielte Hilfe. Wir übernehmen Starricks Gangs und schmälern seine Macht. Du denkst nicht weit genug. Starrick hat seine Finger in jedem Zweig der Gesellschaft. Wir müssen es ihm gleich tun. Das sehe ich ganz genauso, Evie. Wir brauchen die Rooks. Du gründest keine Gang namens Rooks. Vielleicht habe ich auch eine Idee beizusteuern. Wir müssen die Polizei dazu bringen, uns nicht zu beachten. Ich habe einen Vertrauten, Sergeant Eberline. Er gilt als Meister der Verkleidung. Außerdem Kinder. Kinder? Kinder. Kinder sind exzellente Spione. Clara O'Day. Schlau wie ein Fuchs, die Kleine. Und schließlich sollten Sie eins nicht vergessen. Starrick arbeitet nie allein. Er hat Gangführer in jedem Bezirk. Sie lernen sie schon bald kennen. Jede Wette. Ja, okay. Rexford Kaylock. Bekannt für seine Fähigkeit, vor aller Augen zu verschwinden. Und nun soll er endgültig verschwinden? So sieht es aus. Einen Moment. Ein Templerziel, das Sie sich ansehen sollten. Seien Sie vorsichtig. Es ist rau da draußen. Machen Sie sich nur keine Sorgen, Greeny. Mit ein paar Schlägern komme ich klar. Gut. So, was müssen wir als nächstes machen? Sequenz Nummer 3. Irgendwo, wo es grün ist, abgeschlossen. Ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit dem nächsten Teil. Ich werde es mal versuchen, so weit wie möglich die ganzen Sequenzen abzuarbeiten. Pro Folge. Kann sich immer versprechen, aber naja. Gut, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Bis dahin und tschüss.